Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch einfach mal zeige, was ich bis jetzt mit dem Bullet Journal gemacht habe. Deshalb gibt es jetzt ein kleines Flip-Through durch das Q1 2017 und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wie ihr bereits an der Schutzhülle sehen könnt und auch hier sind ein paar Flecken drauf, hatte ich das Bullet Journal immer dabei, habe es auch sehr oft genutzt und habe es vor allem für meine Organisation mit Kreativ Bunt genutzt, aber auch um mich privat ein bisschen besser zu organisieren. Ja, die Titelseite kennt ihr bereits, das habe ich ja in dem Einführungsvideo gezeigt, wie ich die erstellt habe, auch die Legende und was das Einzelne bedeutet. Beim Inhaltsverzeichnis muss ich zugeben, dass ich es nicht sonderlich gut gepflegt habe, aber ich habe es auch nicht weiter gebraucht, weil ich die Sachen eigentlich immer gefunden habe. Dann die Jahresübersicht haben wir ja auch schon zusammen erstellt, da blätter ich jetzt einfach mal schnell durch. Ja, die Januarübersicht sieht bei mir so aus, da habe ich die Kawaii-Sticker mit den Meerestieren von Semifilm genutzt, fand ich echt süß. Dann habe ich für den Monat Januar ein Tracking gemacht, wo ich so ein bisschen für mich geguckt habe, dass ich um 6 Uhr mit der Arbeit beginne, um 22 Uhr im Bett liege, dass meine Ernährung und meine Zuckerwerte soweit stimmen. Ich muss ehrlich zugeben, mir hat das Tracking nicht wirklich etwas gebracht. Ich habe das deshalb nämlich nicht anders verhalten. Deshalb habe ich das im Februar dann auch wieder gelassen. Aber ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Dann die erste Woche habe ich ganz einfach mit Buntstiften gemalt. Also einmal mit Stabilos und dann einfach mit Holzmalern. Habe mir immer einen Essensplan gemacht. Falls ihr euch wundert, warum, ich bin wieder schwanger und habe eine Schwangerschaftsdiabetes. Muss entsprechend ein bisschen aufpassen, was ich so esse und was nicht. Deshalb spielt Essen bei mir momentan eine sehr große Rolle. Dann, wie ihr hier seht, habe ich immer ein bisschen Journaling auch noch mit reingebracht. Habe hier einfach Papier verwendet, was ich zwischendurch beim Scrapbook übrig hatte. Und ein Foto von dem Kleinen, ein bisschen Text dazu. Und dann geht es auch schon in die zweite Woche, die ist recht simpel gehalten mit Schwarz. Da habe ich das erste Mal versucht mit, ich glaube den Tombow-Stiften war das, zu schreiben. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber funktional. Hier auch hier wieder Essensplan, ein bisschen Journaling. Die Fotos sind jetzt keine hochqualitativen Fotos, das habe ich mir einfach vom Handy gezogen und mit unserem normalen Drucker ausgedruckt. Ja, in der dritten Woche hatte ich Lust auf Centangle. Wie man sieht, ist das sehr grün geworden und ja, hat sich vielleicht auch schon rauskristallisiert, sowohl die zweite als auch die dritte Woche habe ich solche Hochkant-Tage gemacht. Dadurch konnte ich einfach mehr To-Do-Punkte an einen Tag packen und abhaken. Ja, dann hatte ich zwischendurch so ein bisschen das Problem, dass ich nicht wusste, was mache ich denn als nächstes Video. Und habe dann einfach mal Videoideen gesammelt. Einige davon, seht ihr hier, sind auch schon umgesetzt worden, beziehungsweise werden jetzt demnächst umgesetzt. Hier steht auch das Bullet Journal Flip Through, was wir jetzt gerade machen. Und ja, dann auch für die Programmierung vom Shop waren noch einige Sachen oder sind noch einige Sachen offen. Dann wieder Journaling. Das haben wir ja gemeinsam gestaltet in dem Dekorationsvideo. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal. Und hier geht es dann weiter mit Essensplan, Journaling. Hier hatte ich eine ganz schnelle Woche, weil ich einfach keine Zeit hatte, irgendwie groß was zu gestalten. Also habe ich einfach mit ein bisschen ja, Stabilo-Stiften, glaube ich, waren das. Und den Clean Colors für die Schrift gearbeitet. Dann war das schnell erledigt. Ja, für den Februar habe ich mir wieder etwas mehr Zeit genommen. Habe mit Schablonen und sehr viel mit Geometrie und hier diesem süßen... der süßen Biene Henry von CC Designs, dem Stempel, gearbeitet. Dann habe ich allerdings für die Monatsübersicht so lange gebraucht, dass ich für die Woche kaum noch Zeit hatte. Da mussten dann ein paar Washi-Tapes herhalten. Ja, dann wieder Essensplan, Journaling. Es wiederholt sich eigentlich bei mir immer. Wenn ihr euch wundert, warum so viele Sachen da drin stehen, ich bin sehr detailliert hingegangen. Habe mir wirklich jeden Tag aufgeschrieben, was ich zu tun habe, weil das zu einer Zeit war, wo ich sowohl noch den Hauptberuf hatte, als auch kreativ bunt und das einfach sich sehr, ja, addiert hat, dann noch mit dem Haushalt, den ich zu schmeißen hatte. Und da habe ich lieber alles auf einmal gesehen und abgehakt und dann war ich mir sicher, dass ich wirklich alles erledigt hatte. Ja, hier bin ich dann das erste Mal hingegangen und habe...
die täglichen Aufgaben aus den Tagen rausgezogen. Beispielsweise Artikelkontrolle oder auch, dass ich die Bestellungen abarbeite oder halt neue Produkte einpflege und habe das zum Abhaken gemacht. Das hat mir gut gefallen. Dadurch waren die einzelnen Tage weniger zugepflastert und ich konnte halt beispielsweise auch die Artikelkontrolle schon vorher machen und das hier einfach abhaken. Dann wusste ich ungefähr, wie weit ich bin. Da wir in Urlaub gefahren sind, wie ihr eben gerade gelesen habt, wahrscheinlich gibt es dann hier noch eine Packliste. Mit Familie vergisst man ja doch immer mal wieder was. Im Urlaub hatte ich nicht viele Stifte dabei, erst recht keine Maler oder sowas. Da hatte ich einfach ein Kalligrafie-Set, beziehungsweise das Stifteset von Sakura. Ich verlinke euch die Produkte, die ich größtenteils verwendet habe, auch nochmal. Und habe damit ein bisschen geübt zu schreiben. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich hatte eine Liste mit Sparabos. Ich gebe zu, durch die Schwangerschaft möchte ich nicht mehr so viel schleppen beim Einkauf. Und gerade mit zwei neuen Katzen ist dann doch sehr viel bei den Sparabos gewesen, was mir jetzt einfach monatlich zugeschickt wird. Ja, dann noch eine längere Zeit, wo wir dann unterwegs waren, wo ich dann so ein bisschen vorgeplant habe, was koche ich denn wann und was muss ich besorgen. Und dann war noch ein Brunch, den wir organisiert haben. Auch dafür habe ich dann geguckt, was mache ich denn dann bei dem Brunch überhaupt für die Gäste. Habe das dann entsprechend aus den Rezeptbüchern auch rausgesucht und ja. Ja, der März ist für mich so ein bisschen der Monat des Umbruchs gewesen, weil ich dann auch meinen Hauptjob mit Resturlaub und Co. an den Nagel gehängt habe, jetzt für die nächsten 2 Jahre. Und ich habe nur noch kreativ bunt. Das ist jetzt, es ist nur noch kreativ bunt. Und halt Haushalt, und wir waren dann auch einen halben Monat unterwegs gewesen. Und entsprechend habe ich jetzt einfach für den März eine normale Kalenderübersicht gemacht, weil ich einfach nur sehen wollte, was ist wo. Ich wusste noch nicht, wie ich mich organisiere jetzt ohne Hauptjob, aber das habe ich einfach mir offen gelassen. Habe dann auch in der ersten Woche die Gestaltung komplett umgestellt. So habe ich zum einen wieder die täglichen Aufgaben, das hatte ich ja vorher schon gemacht mit der Artikelkontrolle und Co. Das fand ich so super, das habe ich beibehalten. Habe die Termine auch nicht mehr in einer Tagesübersicht gemacht, sondern an sich rausgezogen und habe dann einfach eine To-Do-Liste für die komplette Woche erstellt, wo ich dann abarbeiten konnte an den Tagen, wo es mir am besten gepasst hat. Ja, auch hier wieder Essensplan. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Wochenübersicht. Das war, bevor wir in Urlaub gefahren sind. Auch hier wieder Termine, tägliche Aufgaben getrennt, die To-Dos für die ganze Woche zusammengefasst und das Ganze halt mit dem Stempelset Garten Antiques von CC Design dekoriert und gestaltet. Und ja, während dem Urlaub habe ich kein Bullet Journal gemacht. Ich glaube, das ist verständlich. Ich wollte einfach mal ein bisschen Ruhe. Jetzt momentan bin ich immer noch dabei, einen neuen Rhythmus zu finden und ein paar Sachen auszuprobieren. Deshalb findet ihr momentan auch keine weiteren Bilder von Bullet Journal Einträgen, weil ich momentan einfach noch nichts weiter gemacht habe, weil ich erstmal gucken möchte, wie es jetzt weitergeht und mich da ein bisschen neu finden, bevor ich jetzt mich wieder in geordnete Bahnen begebe. Ich hoffe, euch hat die Übersicht gefallen. Ich hoffe, es waren vielleicht ein paar Ideen dabei, die ihr für euer Bullet Journal nehmen könnt. Bei mir wiederholt sich natürlich vieles. Sachen, die mir gefallen, habe ich dann für die nächste Woche oder den nächsten Monat übernommen. Andere Sachen sind rausgeflogen, wo ich gemerkt habe, dass es mir persönlich nichts bringt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin findet ihr uns natürlich bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei Pinterest und natürlich in unserem Shop auf kreativmund.de. Bis dahin, tschüss!